Gugu ist fast down, der ist runtergefallen. Ich hab einen Goldapfel gegessen. Ja, Gugu hab ich jetzt auf gegeben. Alles. Hallo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Let's Battle. Warum ist der... Alter, die waren bestimmt... Die sind gerade ein bisschen früher auf dem Server als wir. Bestimmt haben sie den Regen angemacht. Ganz schnell. Damit wir das Bauen nicht hören. Genau, damit wir das Bauen nicht hören. Damit es für uns ein bisschen mehr leckt, weil die wissen, dass wir vier, fünf Jahre alte PCs haben. Genau, so ist das bestimmt. Ja. Aber die haben das Ding hier definitiv gesehen. Du sneakst dich gerade nicht, dann kann ich... Ich weiß, ich hab ganz kurz mein Inventar... Ja, mach ich aufgeräumt, damit ich für den Kampf ready bin. Oh. Der eine Baum, den wir hier oben haben, richtig cute, Alter. Welcher? Wir haben hier drei Bäume. Achso, lol! Oh, wir haben drei Bäume! Oh! Ja. Ah. Hast du es nicht gesehen? Also, warte, wir machen das so. Du, Alter, aber ich sehe die nicht mehr. Ich hab die doch eben auch gesehen. Wir machen das so. Die Bäume ist bestimmt. Du guckst von der oberen Plattform auf meine, ja, und ich guck von der unteren, dass sie sich bei dir nicht hochbauen. Okay, machen wir so. Nur ich sehe von hier oben echt sehr wenig. Also unter uns scheint echt nichts zu sein. Siehst du auch ein bisschen die Treppe? Ja, ich gehe jetzt gerade zur Treppe hin. Weil die haben das doch definitiv gesehen. Unser Plan war gerade in dem Channel so zu tun, als ob wir nichts wissen. Und so, die haben auch so getan, als ob die nichts wissen. Das ist richtig seltsam. Aber die müssen auch irgendwie gesehen haben. Also unter haben, dir hat baut definitiv nichts, was unter mir okay. ist. Was, hast du mal hier meine linke Seite von dir aus gesehen? Weil nein, da hast du ja. Nicht. Okay, weil da hast du ja die große Plattform gebaut. Ist auch nix. Ich kann halt nicht direkt runter gucken. Ich will auch nicht zu weit raus. Ich will mich nicht zu weit raussehen, sonst bin ich am Arsch. Aber ja, die haben auch null. Die sind da unten so lang gegangen und ich dachte jetzt echt, ich schieße am besten ab, aber die Bazooka, die sinkt halt und das hört man den Schuss. Dann könnten sie sich noch schnell wegbewegen, dann wüssten sie sofort Bescheid. Also ich weiß nicht, ob ich sofort getroffen hätte. Aber der hat halt null nach oben geguckt. Der hat nur so dumm geradeaus geguckt. Wirklich null nach oben. Das könnte ja sein, so dass die witzig, unten, wenn die an uns vorbeigelaufen wären. Weil die sich so denken, da ist ja nichts und die gucken auf den Boden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so blöd sind. Wobei, nee, das ist ein Schweizer. Allem, naja, nee, aber Spaß, trotzdem Spaß. Sind sie die Ersten. Ich hab ja nichts gegen Schweizer oder so. Was? Trotzdem sind sie Team 1. Also die am meisten es. Punkte hast haben, sozusagen. Also so blöd werden sie auch nicht sein. Aber ich schwitze mir halt gerade schon einen ab, ey. Ja, also fettfängerst du richtig gerade? Ich fettfingere richtig gerade, Alter. Hier ist gerade so eine Brühe unter meinen Händen auf meinem Schreibtisch. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich irgendwie auf ein Haus neben uns, als auf einen Baum neben uns basteln, ja. Das kann sein, ja. Also auf unserem Baum und sich dann schon so mal hoch nicht bauen, dass wir mit einer Enderperle rüberporten können oder so. Ja, das weil der aber ich weiß nicht, das wäre ein bisschen risky, wenn die von da so eine Enderperle verschwinden. Na, das. Wir haben vielleicht nicht nur eine Enderperle, weißt du? Gleich alle fünf werfen, gleich halb tot in den Kampf. War der eine Baum da mit der Base oder warum ist da auf einmal Cobblestone? War der schon immer dort? Der Baum im Westen. Ah, du hast ja keine runde Minimap, scheiße. Guck in deine Richtung aber hier. Wo ist Cobblestone? Da auf dem Baum. Nicht auf dem, der direkt da ist, sondern auf dem bisschen weiter hin. Aber das war bestimmt schon länger dort. Kein Ding, alles gut. Okay. Alter, wo sind die jetzt? Die sind bestimmt... fuck, dass wir kein Glas haben, Mann. Hättest scheiße. Du mal dran denken müssen. Also alles deine Schuld. Ja, es ist okay. Wir können uns halt immer noch wegrennen. Wow, die sind auf unserer Treppe. Sie sind auf unserer Treppe. Okay. Dann schießen wir sie jetzt einfach runter, oder? Lol, sind die Schüsse laut. Ich höre dich gar nicht. Ja. Oh, ja! Schöner Hit. Schieß deine Panzerfaust auch noch auf die drauf, bitte. Mann, dass die nicht sterben. Fuck, okay, hör auf. Wir haben nicht mehr so viel Schuss. Fuck! Aber Gugu ist richtig, hat richtig viele Hits kassiert. Meinst du? Wow! Alter, die macht ja gar keinen. Nee, die macht null Schaden. Ich wurde gerade voll getroffen, die macht null Schaden. Die macht null Schaden, ey. Fuck. Aber die verpissen sich. Das ist genau das. Die verpissen sich. Aber Leute, ja, sollen wir hinterher? Nee, das ist zu risky gerade. Meinst du? Weil jetzt können wir haben keine Panzer-Shrek-Munition mehr, ne? Und du hast, wie viel Schuss hast du noch insgesamt? Ich glaube 3 Magazine, aber Alter, ich muss mal kurz raggen, ich habe halbes Leben nur noch. Okay. Echt? Mhm. Dann der Rack, Junge, du hast doch einen Goldapfel, oder? Nee, habe ich eben nicht, du hast den. Wir haben immer noch keinen Apfel gefunden. Okay. Egal, ich bin schon wieder fast voll jetzt. Mhm. Ich lass mal die Lava runter. So. Oh! Wie hat er mich denn jetzt getroffen? Sniper bestimmt, oder? Also ich habe jetzt gerade wieder ein halbes Leben verloren. Ich gehe mal kurz und fixe. Okay, dann war das ein Sniper. Dann haben die Sniper. Da müssen wir echt aufpassen. Aber die Panzer-Shrek, die bauen sich, glaube ich, gerade hoch.
pass auf. Die sind vor uns direkt, ne? Du siehst die direkt, ja. Ich, wenn sie jetzt du musst, näher du musst sind, schießen. Dann... Ich hab nur ja, ein halbes Leben, ne? Wenn sie näher sind, gehe ich voll auf die drauf, Alter. Warte. Dann gehe ich sowas von auf die runter? Drauf. Ja, die sind wieder ein bisschen runter. Warte mal ab. Die sollen ein bisschen näher herkommen. Ich nehme mal die Lava wieder weg und dann ballern wir sie weg, sodass sie richtig runterfallen auf den Boden. Versteck dich, zeig dich gar nicht erst. Willst du ein paar Karotten anbauen? Ja, mach mal hier, mach mal rechts mit der Hake. Ich setz da wieder ein paar Karotten hin. Ich hab grad keine Hake. Aber das ist genau das, was wir meinten, Leute. Das war auch knapp an meinem Kopf. Ohne Scheiß, pass mal auf, die haben bestimmt mehr Munition als wir. Wir müssen echt sparsam umgehen. Ja, definitiv. Ich will immer noch wissen, wessen Basis das war, die wir da gefunden haben. Ich trau... Oh, die stehen da und... Alter, die haben echt eine Sniper, das ist saugefährlich. Das hast du eben die Sniper wieder gehört. Alter, was geht? Einfach, aber die haben sich doch aufgeteilt, oder? Der Nein, eine Plank... wie trifft er mich immer? Ich bin am Sneaken, du Wichser. Alter, der eine hat, keine Ahnung, aber der eine hat bestimmt voll den diabolischen Plan. Ich gehe mal kurz nach oben auf die Plattform und schau mir das von weiter hinten an. Weil ich sehe den anderen. Der andere baut sich von unten. Alter, ich hab's die ganze Zeit getroffen. Nein, nein, alles gut. Der andere, der hat sich gerade versucht von unten rumzubauen. Ich konnte ihn leider nicht in die Lava schießen. Das wäre so geil gewesen, wenn dann die Lava gefallen wäre da hinten. Fuck. Oh, okay, Alter, der schießt wieder. Wir müssen nur aufpassen, dass die sich jetzt nicht unbemerkt hier hochbauen, dann sind wir am Arsch. Der eine brennt. Lol. Ja, nee, der Baum brennt, der Baum fängt Feuer. Okay, das ist ganz gut, dass der Baum Feuer fängt. Aber der eine, der wollte... Schade, dass ich den nicht erwischt hab, ey. Ich hätte den so schön runterschießen können. Fuck. Fuck, Mann. Aber einen getroffen. Juhu. Nice. Okay, das kann sein, dass sie sich echt gleich zurückziehen, wenn der Baum da Feuer fängt. Oder der Baum ist einfach so eine Plattform. Ja, die sind immer Achtung. Noch da vorne. Immer ein bisschen bewegen wegen der Sniper. Lol, ich sneak. Die haben echt enchantete Bögen oder so. Ich auch. Okay, Power gut, dann 1. Esse ich mal wieder ein bisschen was. Ja, die bauen sich eine Plattform. Okay, alles gut. Aber den einen können wir runterschießen. Au! Der eine, der am Bauen ist, den können wir runterschießen. Boah, Alter. Ich würde es jetzt nicht riskieren, die haben echt viel Sniper-Schuss. Und das macht immer so zwei Herzen, wenn die dich gleichzeitig treffen mit der Sniper, ist nicht gut. Was machst du? Marcel, bitte geh sparsam um mit dem Magazin. Ich habe selber jetzt ein angebrochenes und noch ein fast volles, aber das ist halt echt nervig. Ich würde so zwei auf Reserve lassen, notfalls. Ich würde ihn halt nur abschießen, wenn er wirklich so nah ist, dass er runterfallen wird. Was geht da ab? Wow. Aber die haben echt starke Bögen, ey. Ja, so, ich muss meine Rüstung schonen. Ich weiß, das haben mir voll viele von euch in die Kommentare geschrieben, aber ich habe nicht dran gedacht. Wobei, ich könnte mir eine Hose von dir nehmen. Da war ja... So, ich hol mir gerade. Ja, nice, Mann. Ich hol mir gerade die Hose, tausche die aus. Einer hat zwei Treffer. Alles gut. Hugo hat zwei Treffer. Okay. Oh, war das knapp! Junge, ich hab's nicht. Ich hab nur darauf gewartet, dass ich wieder mit dem Bogen hochspringe, Alter. Aber Leute, ihr wolltet eine Skybase, ihr habt ihr eine Skybase. Oh Mann! Dominik, weißt du was? Ich mach jetzt MLG. Die bauen sich immer näher hoch, oder? Ich mach jetzt MLG, spring hier runter hinten. Tschüss. Nein, 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 mach das nicht, wir bleiben jetzt hier oben. Wir haben immer noch die bessere Pussy. Wenn wir runter. Lol, hat sich einer gerade geportet? Ja, einer ist glaube ich auch noch. Nee, beide vorne. Es hat gerade so ausgesehen, als sich da unten was geportet hat. Ich schwöre. Ich weiß, ich hab's im Augenwinkel gesehen gerade. Ich schwöre, das hat. Die sneaken beide, ich sehe keinen mehr. Ich sehe einen. Ja, die bauen sich da so. Einer ist in der Schießscharte da. Die haben sich da so ein Dach drüber gebaut. Ja, ja. Oh, scheiße, dass die Panzerschreck einfach so verbuggt ist in dieser Mod. Sonst wären die beide längst tot gewesen. Alter, guck mal auf die Minimap. Die bauen sich da echt was richtig Großes. Und guck mal, die Lava, die da runterläuft, Alter. Aber man sieht nur so ein bisschen seinen Kopf. Lol. Hab einen getroffen. Okay, egal, das macht keinen Sinn. Wir müssen uns echt überlegen, was wir machen sollen. Fuck. Du hast keine Enderperle, richtig? Ich hab keine Enderperle, richtig. Du siehst doch diesen See. So, soll man da reinspringen und einfach abhauen, unbemerkt? Boah, Alter, kommen wir da hin? Nee, komm mal auf meine Plattform hier nach oben hin. Ich geh jetzt mal da nach unten hin, damit die immer noch denken, dass hier noch was passiert. Digga, der ganze... Ich hab PH fast richtig down. Alter, der PH, der ist gerade so weit gefallen, wir müssen den versuchen jetzt irgendwie zu kriegen. Einer ist runtergesprungen. Oh, scheiße, ich hab nur noch halbes Leben, ich muss mich schonen. Und jetzt hab ich nur noch diese 21 Schuss, scheiße. Aber ich hab gedacht, ich geb ihm jetzt richtig, der muss so wenig Leben gehabt haben. Da liegt was. Ja, danke, hab's. Aber wie viel hast du denn noch? Ich hab noch anderthalb jetzt. Der ist richtig weit, ist er komplett runter? Der ist komplett runtergesprungen dann, ja. Oh, dann ist er aber irgendwie in Wasser gelandet oder hat eine Enderperle geworfen. Nee, oder Scheiße. Er ist einfach in sein... In sein was? Halbes Leben, Alter. Zwei Bögenschüsse okay, und ich hab halbes Leben. Okay, was machen wir jetzt? Weil der eine, der muss eben so wenig gehabt haben. Fuck! Ja, der ist ja, wie gesagt, den Baum wieder runter und hat sich bestimmt an den Lianen festgehalten oder so. Alter, da ist so viel Lava. Guck dir das mal an, wie das aussieht. Ja, Mann. Nee, ich glaube, ich habe den gerade ganz unten gesehen. Und dann, die sind, glaube ich, gerade getrennt, ey. Ja, ich sind sie auch.
Aber wenn, dann können wir nur der oben jetzt ficken. Aber wir können da jetzt auch nicht runter. Scheiße, Mann. Fuck, was sollen wir jetzt tun? Scheiße. Oh! Alter, der spammt so hart, ey. Ja. Der will jetzt bestimmt uns einfach bei Lano halten. Oder der andere, der baut sich jetzt wieder irgendwie von hinten hoch. Ich gehe mal von hier aus wieder ein bisschen gucken. Nicht, dass da irgendwas Komisches passiert. Der eine, der ist ganz unten. Die sind echt getrennt, Junge. Ja. Der eine ist ganz unten und beobachtet uns. Der ist gerade, schau mal auf mich, der ist gerade fast direkt unter mir. Ja. Okay, ich spring runter, MLG. Zack. Nein, ich lass mal Lava runter, damit er da nicht so stumm steht. Das hat ja nicht lange gedauert, bis wir... Oder wir machen da jetzt echt einen MLG. Kannst du mal den anderen bitte beobachten? Ja, ich hab hier die Treppe im Blick. Ich hab ihn gerade gesehen vom Namen, der hat sich kurz entsneakt. Der andere steht... Er hat versucht hochzukommen, er ist getroffen. Ah nein, er ist nicht runtergefallen, scheiße. Hä, der schwebt in der Luft. Ach, der baut sich hoch. Der baut sich hoch und ich sehe das nicht richtig. Guru versucht sich immer wieder bei uns auf der Tür hochzuarbeiten. Ich muss kurz reconnecten. Der baut für mich unsichtbare Blöcke. Kann's doch nicht sein. Alter, jetzt connecting to the server und geht nicht. Nee, für mich sind die Blöcke da unten unsichtbar. Du siehst die Blöcke einfach, ja, dann... Ja, ich sehe die nicht. Das ist richtig seltsam. Oh, Dominik! La! Ich hab nur noch 3 Herzen. Was war das denn? Ein Headshot von der Sniper von der Plattform. Pass auf. Alter, aber das kann's doch nicht sein, dass ich die Blöcke von dem nicht sehe. Wir hätten die Panzerschreck für nähere Distanzen nehmen müssen. Aber ich dachte, wenn wir die treffen, sind sie tot. Dachtest du doch auch, oder? Nö, ich habe extra gewartet damit, bis sie halt hochkommen. Aber ich hab den... Weil selbst die haben ihre Munition von der, glaube ich, auch verschwendet. Aber der eine, der baut sich jetzt gerade echt so... Ja, jetzt sehe ich das. Er ist runter. Hä? Warum sehe ich nicht, wo der... Das kann's doch nicht sein. Was ist denn das für ein Server? Pass auf. Gugu ist fast down, jetzt runtergefallen. Okay, ich hab einen Goldapfel gegessen. Ja, Gugu hab ich jetzt gegeben. Alles. Ich geh jetzt auf alles. Ich geb dir hart, mein Freund. Hat stirb! Er hat einen Hit gegeben, ja! Er ist runtergefallen! Aber er stirbt nicht, doch, er stirbt, weiß ich nicht. Er ist im Wasser! Das liegt nicht, dass er nicht in die Lava gefallen ist, oder? Fuck! Ja, er ist tot! Aber ich hab nur noch 2,5 Herzen, Wir müssen gleich seinen Loot holen und ich hab nur noch 9 Schuss. Wo ist der andere? Ich bin tot, wenn ich noch einmal getroffen werde, bin ich tot. Ja, warte, dann ist doch was, Digga. Ich hab doch was, das ja. Wasser ist weggebracht. Ja. Ich bin auch mal durch den Bug gestorben, mein Freund. Ich reck ja schon, ich bin ja voll und hatte den Goldapfel. Wir müssen seinen Stuff aufsammeln. Sein Mate ist hinten unten an der Lava. Ich seh ihn. Oh nein, wenn er mich jetzt trifft, bin ich tot. Oh, Alter, lol. Aufnahme, fuck, ich hab halbes Herz noch. Okay, dann versteck dich. Ein halbes Leben, Entschuldigung, nicht halbes Herz. Oh, sorry. Okay. Wir können runter jetzt. Also sein Mate ist nicht da. Wir könnten jetzt 2 auf 1 gehen. Ich hab ihn aber auch definitiv da abgeschossen. So, okay, sollen wir jetzt im Wasser runterschwimmen lassen? Weil ich sehe halt unten immer noch nicht die Map. Das kotzt mich so an, dass ich nicht sehe. Ich sehe halt nicht bis zum Boden und mein Internet ist gut. Das liegt nicht an meinem Internet, Leute. Das liegt echt nicht an meinem Internet. Ich sehe den Boden nicht. Das ist zum Kotzen. Alter, das mit der Lava hier ist so gefährlich mit dem Feuer. Aber Alter, der ist voll da unten, ne? Siehst du den? Dominik, ich verliere gerade einfach nur Leben. Wieso verliere ich Leben? Dann schießt er dich ab, oder nee, du nee, hast... Nee, ich war unter... Okay, Sauerstoff? Ich bin unten. Komm runter. Okay. Ja, ich komm runter. Pass auf, du musst da aufpassen, Da brennt alles. Ja, geh einfach hier in meine Richtung. Ja, komm hier in meine Richtung. Ich sehe nichts. Unten durchs Wasser durch. Okay, gut. So, wo ist der andere jetzt? Auf der anderen Seite der Lava. Ich bin gerade voll orientierungslos. Ich schwör dir, ich sehe nix. Ich sehe keinen Boden. Die Welt lädt einfach nicht bei mir. Sollen wir gerade mal Folgenende Pilz machen? Weil die Map lädt nicht bei mir. Das ist doch. Ja, wir wollen seine Sachen suchen, aber bei mir lädt die Map nicht. Der muss ja genau hier runter gefallen sein. Aber die Map lädt bei mir nicht. Ich habe gerade null Orientierung. Das ist richtig seltsam. Ja, gut, dann lass doch jetzt runter. Okay, ciao. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Tschüss. Alter Schwede, ciao.